Bis Anfang August herrschte ungebrochene Gier und Euphorie an der Wall Street. Man wähnte sich in der besten aller Welten, ergo eine super gute Wirtschaft, gleichwohl die Inflation kommt nach unten, deswegen könne die Fed dann die Zinsen senken, also was willst du mehr? Traumszenario gewissermaßen, das hat sich jetzt ein bisschen geändert hin zu der Sorge, naja, was ist denn, wenn die Zinsen dauerhaft hoch bleiben, wenn sie noch weiter steigen, aber vor allem dauerhaft hoch bleiben, das hatte man nicht auf dem Zeiger. Und auf dem Zeiger hatte man auch nicht, wie stark China jetzt in der Bredouille ist, wie schwach die dortige Entwicklung derzeit ist. Und diese beiden Faktoren, die belasten die Märkte derzeit, haben zu diesem Stimmungsumschwung geführt, vor allem die Geschichte mit den Zinsen und den steigenden Renditen, das hat man lange ignoriert. It doesn't matter until it matters. Es spielt so lange keine Rolle, bis es dann eine Rolle spielt. Und diese Stimmungsumschwünge kommen immer dann, wenn es dann plötzlich eine Rolle spielt, so wie jetzt derzeit. Heißt das, dass die Märkte weiterfallen? Nein, da ist natürlich auch eine Chance. Diese Negativstimmung, die wir jetzt sehen, diese Furcht, die sich zum Beispiel im WIX ausdrückt, in den Optionen ausdrückt, die kann natürlich auch schnell zu heftigen Gegenbewegungen führen. Schauen wir uns zunächst die Lage mal an vor der nächsten Woche mit den zwei zentralen Ereignissen Nvidia-Zahlen und dann am Freitag nächster Woche die Rede von Jerome Powell in Jackson Hole. Mal sehen, was er da sagen wird. Hier sehen wir Sven Hendrik mit diesem Tweet, wie es angefangen hat. Greed bei 82, hier gemessen am 4. Greed Index und wie es derzeit steht, nämlich 43 im Bereich Furcht. Wir waren wochenlang in diesem Greed Index, war doch alles super, war doch alles wunderschön. Und das sieht man dann zum Beispiel auch anhand des Kursgeschehens, nämlich anhand der Aktien, die steigen an der Wall Street in Relation zu den Aktien, die fallen. Hier sehen wir in den letzten 13 Handelstagen des Julis, da gab es nur zwei Tage mit negativem Breath, also mehr Aktien gefallen waren als gestiegen waren in den ersten 13 Handelstagen des August. Im Vergleich dazu gab es nur zwei Tage mit positivem Breath, wo also mehr Aktien gestiegen als gefallen sind. Das ist also ein ziemlicher extremer Umschwung, den sehen wir auch beim WIX, dem Volatilitäts- und Angstbarometer, wenn man so will, heute über die Marke von 18 gestiegen, höchster Stand seit dem 24. Mai. Die Vola war natürlich auch sehr gering. Niemand wollte sich absichern, obwohl es total günstig war. Warum? Was soll denn schief gehen? Leben noch in der besten aller Welten war. Was soll da schon schief gehen? Aber es kommt meistens anders als man denkt, denn nichts ändert sich so schnell wie die Lage, könnte man sagen. Jetzt sehen wir im Optionsbereich, dass Puts dominieren. Put-Call-Ratio massiv nach oben gegangen. Zuletzt gesehen März 2023. Was war im März 2023? Banken-Crisis. Und damals gab es eben eine Headline. Ja, Bankenkrise, klar, Thema, das kann schief gehen, das könnte bitter werden. Es war dann im Rückblick gesehen der Startpunkt einer weiteren Rallye, aber jetzt gibt es eben diese klare Headline nicht. Wir haben die Belastungsfaktoren Renditen, wir haben die Belastungsfaktoren, naja, Renditen sind hoch, weil eben die Zinsen vielleicht länger oben bleiben und den Belastungsfaktor China. Wir haben natürlich extrem hohe Bewertungen, gerade auch von den Tech-Aktien, aber jetzt heute ja dieser Verfall, 2 Billionen. Und da ist sehr viel negatives Gamma der Fall. Wir sehen also jetzt praktisch eine Umkehrung der Situation insgesamt. Als es nach oben ging, wurden massenhaft Calls gekauft, vor allem diese Calls, die noch am selben Tag auslaufen, Zero DTE. Das zwang die Market Maker, sich abzuhedgen. Die mussten das Underlying kaufen. Mechanik spulte sich nach oben. Und jetzt hatten wir gesehen in den letzten Tagen, Mechanik spult sich nach unten, zumal Vermögensverwalter wie CTAs zum Beispiel so oder so jetzt verkaufen müssen. Je nachdem, wie die Märkte laufen, definiert sich das Verkaufsvolumen. Aber selbst wenn wir steigen, würden die Märkte verkaufen, würden sie überwiegend, so muss es heißen, ich bin ein bisschen schon die Wochenende nicht war. So ist das eben, dass da keine Käufer mehr reinkommen seitens dieser CTAs, sondern Verkaufsdruck da ist, die Positionierung sehr, sehr hoch ist nach wie vor. Und dann sehen wir solche Headlines.
Globalen Märkte auf dem Weg zur schlechtesten Woche seit März. Europäische Aktien jetzt 3 Wochen in Folge gefallen. On China Risk and Rate Concerns, also China und diese Zinsgeschichte, Renditengeschichte. Und hier sehen wir mal dieses Put-Call-Ratio, wie stark das jetzt nach oben geschossen ist. Wir sehen dann solche Headlines wie Tesla auf dem Weg zur längsten Verluststrecke seit Dezember 2022. 10 von 11 Tagen gefallen, 12,6% gefallen. Vielleicht sehen wir ja jetzt noch einen massiven Schwung nach oben im Laufe dieses Freitags, weiß man nicht, vielleicht dreht ja Tesla auch noch ins Plus, aber seit Monatsanfang mal knapp 20% im Minus, nachdem es ja unglaublich nach oben gegangen war, da sind wir 98,33% gestiegen von 108,10 ging es nach oben, hat sich dieser Wert auf 309 nach oben geschaufelt. Also das ist natürlich auch extrem. Hier sehen wir eine Tesla, wir sehen eine Apple heute, zumindest stand jetzt sogar mal wieder im Plus. Und wenn wir verstehen wollen, dass das Ganze normal ist, bei CNBC zum Beispiel hat man gesagt, naja, das ist natürlich auch saisonal halt eine ungünstige Zeit, aber dann, das wissen wir noch nicht, das muss man sehen. Denn wir haben natürlich gewisse Exzesse auch gehabt. Hier sehen wir mal den Nasdaq 100. Der ist so stark gestiegen, dass er praktisch noch weitere 11,4%, nachdem er schon 7% gefallen ist, nochmal 11,4% fallen müsste, um nur zu seinem 200-Tages-Durchschnitt zu kommen. Also zu einem gleitenden Durchschnitt, der mehr oder weniger immer wieder angelaufen wird, entweder von unten oder von oben kommend. Also man sieht das Fallpotenzial bei der ganzen Geschichte hier bei diesen Put-Käufern heute, beim heutigen Verfall, scheint man diese 4.350er Marke beim S&P 500 erstmal verteidigt zu haben. Wir waren dicken drunter, aber diese neue Put-Linie jetzt im Bereich 4.300, 4.330, da müssten sich die Market Maker dann absichern, müssten dann wieder Hedges sich zulegen, was bedeuten würde, wenn wir runtergehen, dann würden die den Druck wahrscheinlich verstärken, nämlich diese Market Maker, indem sie das Underlying dann shorten. Wie gesagt, 2 Billionen Dollar gehebelt werden heute sozusagen glattgestellt. Diese Zero-DTE-Trades, diese Optionen insgesamt und dann die Reaktion der Market Maker werden immer wichtiger, immer bedeutender. Alleine Optionen machen schon mehr als 50% des Handelsvolumens im S&P 500 aus. Und wir haben ja diese massive Rallye gesehen, die sich entgegen der Liquidität entwickelt hat. Wenn wir mal hier diese Liquiditätsparameter anschauen, also Bilanzsumme Fed, Bilanzsumme Bank of Japan, Bilanzsumme chinesische Notenbank, Bilanzsumme EZB minus Reverse Repo Transaktionen minus plus TGA, das ist das Konto der Finanzministerin Janet Yellen, das in Richtung Null gelaufen war, bis dann die Schuldengrenze angehoben wurde. Aber genau das ist das Problem. Diese massive Neuverschuldung, diese massive Flut von Anleihen, die die Amerikaner emittieren, unterstützen die Renditen, unterstützen also die Kapitalmarktzinsen. Und man hat sich an der Wall Street so ein bisschen von dieser Vorstellung verabschiedet, dass das ganz schnell anders wird. Aber wir sehen eigentlich einen Liquiditätsentzug, der normalerweise läuft Liquidität, ich kann es ja hier vielleicht nochmal zeigen, ziemlich parallel dann zu den Aktienkursen gemessen am S&P 500. Aber das war diesmal nicht der Fall, das hat sich auseinanderentwickelt und in Sachen Liquidität auch interessant. Wir haben ja diesen massiven Fall von Bitcoin gesehen, bei eben 7,5% in 20 Minuten gefallen, 42 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung verloren und das war ein Outflow oder das war eine Liquidation, die größer war als im Herbst 2022, als FTX kollabierte. Mr. Bankman-Fried, der ist ja fast schon aus den Schlagzeilen raus. Also das sieht, das war gewaltig, was da passiert ist. Und auch das ist natürlich ein Liquiditätsphänomen. Auch das ist ein Phänomen der hohen Zinsen und der Verabschiedung vielleicht von der Gewissheit, ja, ja, die Zinsen werden ja bald wieder sinken, ist doch alles gar kein Problem. Und so sind wir jetzt in einer entscheidenden Situation, wo der Dow Jones seinen Aufwärtstrend verteidigen muss. Schafft er das? Kommt der Rebound oder schafft er es nicht? Wir haben hier mal vielleicht von der Dow-Theorie
Könnte das so eine Art Distributionsphase jetzt gewesen sein, dass wir also jetzt vielleicht das Hoch bereits im Juli gesehen haben? Wer weiß es schon. Hedgefonds jedenfalls haben sich eingekauft, haben den Dip gekauft, ignorieren, dass das Motto der letzten Tage war nicht buy the dip, sondern sell the rally oder sell the rip. Wie man an der Wall Street sagt, also das zumindest gibt es da noch Käufer, aber es ist auf jeden Fall eben diese, nicht nur der Widerspruch zwischen Liquidität, sondern eben auch zwischen den Kapitalmarktzinsen und den Tech-Werten hier sichtbar mit diesem Schlagwort, it doesn't matter until it does. Also spielt keine Rolle, bis es eine Rolle spielt. Die Nasdaq-Werte haben scheinbar herausgefunden, dass die Kapitalmarktzinsen gestiegen sind, also Geld teurer geworden ist. Und wir hatten ja jetzt unglaublich viele Schlagzeilen, Artikel mit Soft Landing und mein Gott, ist ja super, und zwar so viele Headlines in Sachen Soft Landing wie seit 2008 nicht mehr. Und vielleicht ist das gerade eine Indikation, dass dieses Soft Landing doch nicht kommt, sondern da etwas Größeres kommt. China könnte ja den Weg schon weisen. Wir haben die Aussage der Anleihenmärkte. Die Zinskurve war so invertiert wie nur in 3 Jahren zuvor, 1928, 1975, 1980. Jedes Mal gab es dann eine dicke Rezession, die folgte. Diesmal ist alles anders natürlich, aber schauen wir uns doch mal an, zum Beispiel den sogenannten Mortgage Index. Das sind also die Hypothekenzinsen. Mortgage Rates plus Gas Prices, also das, was für eine Kombination, die für viele Amerikaner sehr, sehr relevant ist. Wir haben jetzt fast einen Wert von 12. Das ist der höchste Wert seit 1990. Wir waren noch bei 5 Ende 2020, als also die Notenbanken die Zinsen gesenkt hatten, Liquidität ins System geschüttet hatten, aber jetzt Hypothekenzinsen massiv gestiegen wegen dem Anstieg der Renditen. Wir sehen, Energiepreise sind wieder deutlich gestiegen, also die Tankstellenpreise. Wir wissen, dass die Haushalte sozusagen jetzt ihre Ersparnisse verkonsumiert haben, die noch aus der Corona-Zeit stammen. Wir sehen, dass die Kreditvergabe sich deutlich strenger gestaltet als zuvor. Wir sehen, dass die Amerikaner jetzt ihre Student Loans zurückzahlen müssen und. Gleichzeitig hat man extrem hohe Kosten. Eben zum Beispiel muss man jetzt, wenn man ein neues Auto kauft, respektive auf Kredit kauft, hat man mal eben eine Belastung von $800 pro Monat. Das war noch vor kurzem sehr, sehr viel weniger. Also die Kosten sind massiv gestiegen und da sehen wir dann schon gerade jetzt bei Auto Loans und bei Credit Card sehen wir schon einen deutlichen Anstieg von Delinquencies, also von Ausfällen, von Zahlungsausfällen, wo also diese Kredite, diese Rückzahlung schlichtweg nicht erfolgt. Und eines der Themen natürlich China. Hier versucht man jetzt mit weitgehend lächerlichen Maßnahmen, zum Beispiel, dass man die Börsengebühren senkt. Boah, das wird ja jetzt alles ändern, gell? Oder dass man versucht, da am Immobilienmarkt für Zweitkäufer oder so, also die schon eine Immobilie haben, da bestimmte Dinge zu erleichtern, wird alles nichts bringen. Wir haben ein Nachfrageproblem in China, wir haben ein Demografieproblem in China, wir haben eine falsche Wirtschaftspolitik. Das kriegst du nicht durch irgendwelche Kosmetik geregelt. Deswegen wird das noch ziemlich lange dauern. Schattenbanken sind jetzt im Fokus, nachdem eben diese Immobilienkrise zu eskalieren scheint. Country Garden, aber vom Evergrande, die ja gestern oder heute Nacht in den USA Chapter 15 beantragt haben. Und wenn wir nochmal glorreich nach Deutschland kommen, dann sehen wir hier The Economist. Ist Deutschland wieder mal der kranke Mann aus Europa oder von Europa? Das zeigt, dass unsere Energiewende im Ausland nur Bewunderer findet, die also sagen, also am deutschen Energiewesen wird aber die ganze Welt genesen, aber das ganz sicher. Also das zeigt, wie sehr wir auf dem Irrweg sind, wie sehr wir unsere Wirtschaft kaputt machen mit viel zu hohen Energiepreisen, freiwillig, weil wir Energiequellen abschalten. Das ist ja schon per se ein gewisser Irrsinn. Also das ist wahrscheinlich ein Bärenmarkt. Deutschland als Bärenmarkt, da kann man sich vielleicht vorstellen. Abschließend 3 Empfehlungen, bevor ich Sie ins Wochenende entlasse. Ich muss nämlich jetzt dann demnächst Werder Bremen schauen. Ne? Sehr wichtig, S&P 500 Strategie sieht weiteres Abwärtspotenzial von 4%. Das ist der gute Mike Hartnett von der Bank of America. Warum, wieso, weshalb? Lesen Sie hier. Das ist die Empfehlung. 2. Empfehlung. Zinsen von 5% sind das neue Normal, weil die Inflation strukturell verankert bleibt. Stichwort Arbeitskräftemangel wegen Demografie, Stichwort Greenflation, also Energiewende. Alles wird viel teurer, weil
erneuerbare Energie erstaunlicherweise nicht teurer ist als fossile Energie, so sehr wir uns wünschen, dass das funktionieren würde mit den Erneuerbaren. Und dann haben wir, was haben wir noch als Faktor? Deglobalisierung, könnte man sagen, diese Entkoppelung, die wir derzeit ja in den Handelsdaten zwischen China, Europa und den USA sehen, also China zu Europa, China zu USA und andersrum. Zweite Empfehlung und dritte Empfehlung, wenn wir schon von China sprechen. Die BRICS werden sich am Dienstag treffen. Kommt da die gemeinsame Währung? Wie schaut das aus? Ist das der Angriff auf den Dollar? Was wird da passieren? Diese drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Jetzt wünsche ich ein schönes Wochenende und drücken Sie mir die Daumen mit Werder Bremen. Das wäre super nett. Servus, ciao.